Was hast du gedacht, als du gehört hast, ich bin nominiert für den Filmpreis Immenhof? Ich habe, was habe ich gedacht? Boah, das ist lange her. Ich war irritiert, weil, ich glaube, das ist eine ganz witzige Geschichte, weil ich hatte das Casting für den Kinofilm, der jetzt gemacht wird, und habe irgendwie gedacht, hä, ich bin auch noch gar nicht genommen, hat das jetzt was miteinander zu tun? Und war dann irgendwie irritiert, weil ich dann eine Absage gekriegt habe und gedacht habe, was ist im Hof eigentlich? Und habe mich dann erkundigt und gesehen, dass es ja ein sehr kulturelle Serie war in den 70ern, irgendwie sympathisch. Kennst du dich so ein bisschen aus mit der Serie? Also so Heidi Brühl, sagen die aber du bist noch sehr jung, ne? Wirklich. Und ehrlich gesagt, meine Eltern kannten es auch nicht. Und dann habe ich mir mal 2, 3 Folgen angeguckt. Aber ich war auch noch nie so pferdeaffin. Aber ja. Hast du eine Verbindung zum Immenhof aus jungen Jahren? Überhaupt nicht. Das hat aber nicht viel zu sagen bei mir. Ich habe ja hier in Segeberg auch bei den Karl-May-Festspielen mitgespielt und ich war auch vorher nie bei den Karl-May-Festspielen. Ja. Ich habe immer nur von Kollegen gehört davon und auch von dem Immenhof-Filmpreis habe ich auch über Kollegen gehört. Es gibt allerdings eine kleine Verbindung und zwar der erste Immenhof-Film, da spielte der Matthias Fuchs mit. Mhm. Ein Kollege, mit dem ich sehr viel gedreht habe, den ich auch kenne und schätze, der nun leider verstorben ist, und er hat das erste Mal hier mitgespielt. Also insofern war diese Verbindung. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch dann später mit seiner Tochter, mit der Maria Fuchs, zusammengespielt. Ja. Das ist so ein bisschen die Verbindung und das wäre auch die Kurve zu Immenhof und die Rechtfertigung. Hm? Und möchtest du, Mario, für die nächsten Jahre, für die nächste Veranstaltung mit dem Immenhof-Filmpreis irgendwas mit auf den Weg geben? Naja, das ist ein Bereich, den er besser kennt als ich, vor allem das, was er macht. Aber ich mag es, wenn Leute Ambitionen haben und Träume haben und diese auch verfolgen und im Grunde aus vielleicht sogar aus ganz anderen Berufen kommen. Und diese Passion ist wichtig heute. Wir brauchen solche Leute. Gerade die Kunst oder die Kunst generell braucht Mäzene, Leute, die sich dafür einsetzen, die versuchen aus kleinen Dingen immer weiter zu wachsen, immer was Großes zu machen. Und insofern wünsche ich ihm sehr viel Glück und was er auch ganz sicher haben wird, weil er sieht, er wirkt auch sehr entschlossen in dem, was er tut. Und ich finde das toll, dass es noch Menschen gibt, die das auch machen, die auch noch diese Träume auch noch verfolgen, weil es gibt viel zu wenige, die es noch tun. Was hast du gedacht, als der Mario sagte, Kerl, du bist nominiert? Komm, nach Malente. Was ist hier los? Bist du dabei? Was hast du gedacht? Ich dachte erstmal, Malente, yeah, meine Mama kommt aus Kiel, da muss ich hin, das ist ein gutes Zeichen. Und ich dachte, endlich will mir mal jemand einen Preis geben, wie cool. Ich habe nämlich noch nie einen Preis bekommen. Danke, Mario. Danke, Immenhof, danke, Malente. Ja, total toll. Also ich habe Gänsehaut bekommen und habe mich auf den Weg dann gemacht. Es hat noch ein bisschen gedauert, also... Hast du irgendwie eine Verbindung zum Immenhof, also so aus Jahren durch die Mutti oder irgendwie anderweitig? Also tatsächlich hat meine Mama als Kind da diese Filme geguckt und geliebt und die hat sich auch gefreut, als ich meinte, ja, Immenhof, die Kinder von mir, ja, weiß ich doch. Und wir haben heute die mit dem lieben Mario Würz, der großzügigste Gastgeber von Herzen und also unglaublich dieser Kerl, mit dem haben wir heute die Filmtour gemacht an die ganzen Filmorte, sind wir mitgefahren. Das war ganz toll und Mama hat Gänsehaut bekommen. Marios Leidenschaft für diese ganze Sache ist sehr, sehr ansteckend. Ich weiß jetzt, glaube ich, alles über die Immenhof-Filme und werde jetzt mit meiner Familie auch die nächsten Tage so einen Immenhof-Abend gestalten. Also wir gucken uns alle Filme auf einmal. Mario holt einen ab, oder? Also da ist man dann wirklich so mittendrin statt nur dabei. Seite, was hast du gedacht, als Mario Würz anrief und sagte, wir nominieren dich für den Immenhof-Filmpreis? Ich habe mich gefreut. Ich habe gedacht, das ist toll, das mache ich. Da freue ich mich drauf. Warst du schon mal in Malento? Nee, das ist das erste Mal. Aber es ist weit von Berlin, man fährt schon ein Stück, aber es ist auch wunderschön. Und wir wohnen hier so schön am See, also schade, dass wir nicht eher da waren. Hätte ich gerne noch ein bisschen genossen, den Ausblick. Hast du eine Verbindung so zu jungen Jahren, zu den Filmen? Hast du sie verfolgt, geschaut? Bist du Fan von jemandem vielleicht gewesen? Also um ehrlich zu sein, nein. Ich bin nicht groß geworden mit den Immenhof-Filmen. Ich kenne das und habe davon gehört, aber ich müsste wirklich lügen, um zu sagen, das hat mich in meiner Kindheit begleitet. Also ich bin mit Hexe Baba Yaga groß geworden und der Flimmerstunde, aber nicht mit den Immenhof-Filmen. Möchtest du, Mario, für die nächsten Jahre, das ist das fünfte Jahr, wo es stattfindet, was mit auf den Weg geben? Gute Wünsche? Ach, ich wünsche ihm einfach, dass, da steht er da oben, dass das ganz viele Jahre so weitergeht und dass das erfolgreich ist, bleibt und wird und wünsche ihm alles Gute.
Wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, wir möchten den Immenhof unterstützen, den Filmpreis? Weil ich das einfach großartig finde, was Mario Würz für ein Engagement und wie viel Herzblut und Liebe er reinsteckt, um das ganze Projekt einfach, sag ich mal, aufrecht zu erhalten. Und ich finde, die Filme, die Immenhof-Filme, die spiegeln einfach eine Idylle wider. Und ja, das ist auch, sag ich mal, Image für unsere Region. Die Immenhof-Filme zeichnen unsere Region aus. Unser Malente, ja. Und dadurch sind wir überall bekannt. Und das muss man einfach am Leben erhalten. Das ist toll, das finde ich richtig, richtig super. Mal, hast du einen Bezug zum Immenhof oder zu den Immenhof-Filmen? Also ich habe die als Kind natürlich alle gesehen und habe die jetzt ganz, ganz lange nicht gesehen und habe mir sie jetzt ausgeliehen beziehungsweise dann auch gekauft und habe mir richtig so ein paar Abende, so eine Session mit meinem Sohn zusammen, der da steht. Genau, der ist auch heute auch da. Und wir haben uns das richtig so jeden Abend gemütlich gemacht und diese Filme geguckt. Und ich fühlte mich dann wieder total zurückversetzt in meine Jugend, gerade bei diesen 70er-Jahren-Filmen, die Anfang der 70er spielen. Also, weil das ist natürlich, wie die da angezogen waren und so, das ist, habe ich gesagt, das so sah ich auch aus in der Zeit. Ja, ja. Und klar, fand ich es als Mädchen auch toll zu reiten. Also ich bin auch geritten, also war auch mal so eine Zeit lang so ein Pferdemädchen. Und in der Zeit fand ich das natürlich auch super, klar. Und kennst du Malente? Warst du schon mal hier? Ich war noch nie in Malente, obwohl ich aus Hamburg komme. Ich wollte immer, hört sich jetzt so blöd an, aber ich wollte wirklich immer schon mal nach Malente. Und jetzt bin ich hier und kriege gleich auch noch ein Pferd geschenkt. Sozusagen. Ja, toll. Das ist wirklich toll, ja. Super. Möchtest du Mario was mit auf den Weg geben für die nächsten Jahre? Ja, ich wünsche ihm einen super guten Lauf mit seinem Museum. Dass da ganz, ganz viele Besucher kommen und ich freue mich schon, mir das morgen anzugucken. Wir freuen uns auch, dich zu sehen. Ja. Danke für das Interview. Und Heidrun Fiedler kennen wir unter anderem aus Bad Segeberg. Genau, 2014 habe ich da die weibliche Hauptrolle spielen dürfen. Ich finde, das hat gar nichts mit der Zahl 2014 zu tun, weil Bad Segeberg, das wünschen sich viele, viele Kollegen, wirklich da mal eine tolle Rolle zu spielen. Und der Immenhof ist für dich, wir hatten gerade mal drüber gesprochen, so eine Herzensangelegenheit. Als Mario sich bei dir gemeldet hat, da hast du gesagt, oh mein Gott, es passt zeitlich und ich möchte unbedingt teilnehmen und jetzt bist du da und bekommst heute eine Ehrenurkunde. Wie geht es dir? Darüber freue ich mich total, vor allem weil Mario mich schon seit längerer Zeit versucht hat, terminlich zu erwischen und jetzt bin ich total froh, dass es heute endlich passt. Und du warst schon mal in Malente? Oder? Nee, ich war zuvor noch nie in Malente. Ich kenne es nur von den Immenhof-Geschichten einfach, den Ort. Und wir sind vorhin beim Tageslicht noch ein bisschen rumgetuckert, haben uns die Location ein bisschen angeschaut und waren noch einen Kaffee trinken und es ist ja so ein süßer Ort hier. Zum Wohlfühlen. Absolut. Ja. Hast du Bezug zu den Immenhof-Filmen von früher? Ja, ich kenne die Töchter vom Immenhof, die Filme, die sind mir vertrauter. Ja, das war dann immer, wenn wir dann Fernsehen gucken durften, durfte man ja auch nicht immer in der Kindheit. Und das war dann natürlich ein Highlight mit den Ponys, die da am See lang galoppiert sind. Ja. Und ich hatte selber Ponys in meiner Kindheit. Da habe ich natürlich ja viel Verbindung gespürt. Ja. Gerade hast du Beziehungen zu dem Film? Also du kennst... ich bin... eine absolute Filmfanatikerin. Ich komme zwar aus einer Theaterfamilie, also dritte Generation, aber ich habe von klein auf an wirklich so viele Filme geschaut, unter anderem natürlich auch den und war begeistert. Und ich bin auch in Schleswig-Holstein auf dem Bauernhof groß geworden. Insofern liegt mir das schon nahe. Das ist toll. Und möchtest du Mario irgendwas mit auf den Weg geben? Wir sind jetzt ja das fünfte Jahr, sind im Aufbau, wachsen stetig. Also auf jeden Fall hoffe ich, dass das sich weiterentwickeln wird und sehr viel Erfolg hat. Der erste Eindruck ist sehr, sehr schön. Ja, so muss es sein, finde ich. Ihr seht sie, die Anja. Wir haben uns gerade kurz unterhalten. Der Bezug zum Immenhof, selber Reiterin bist du. Und der Film von der Zeit her ist so ein bisschen nostalgisch, was dich ja auch begleitet über deine Filmkarriere hinweg, richtig? Ja, ich denke, es gibt dort schon Parallelen zu der Verfilmung vom Trotzkopf. Das fand allerdings ein bisschen später statt, das heißt die Dreharbeiten, das haben wir ja in den 80ern gedreht, aber so vom ganzen Gefühl her hat mich das also doch sehr auch an den Immenhof erinnert und das Ganze findet dann auf dem Land statt. Ich bin auch ein Landei, muss ich sagen, also durch und durch überzeugte Reiterin, wie gesagt, und für mich hat das auch ein Stück weit mit Heimat zu tun, mit Heimatgefühl. Und das ist das, wo es mir warm ums Herz wird. Ja.
Ja, schau, dann kann es heute Abend aber nur schön und lustig werden. Da freuen wir uns drauf. Bin sehr gespannt und lass mich auf alles ein und überraschen. Super, danke schön. Schönen Abend dir. Danke schön, ebenfalls. Anja Schütte. Einmal, liebe Anja. Ich sage ganz herzlichen Dank. Das ist alles, was ich sagen kann und ich freue mich sehr. Es ist ein wunderschöner Abend. Es ist so gemütlich, mit all diesen netten Menschen hier zusammen zu sein. Und ich finde, wenn man so zusammenrückt und sich an schöne Dinge erinnert, dann tut es gut. Vielen Dank, lieber Mario. Oh. Danke, Anja. Danke. Anja Kling. So, Anja, und einmal die Urkunde. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich kann mich nur meiner Vorrednerin anschließen. Es ist eine ganz, ganz schöne Veranstaltung und ich finde es wahnsinnig gemütlich und vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich danke, dass du da bist. Dankeschön. Anna-Maria Mühe. Den Filmpreis entgegennehmen wird ihre Schauspielkollegin Antonia Gerke. So, Toni. Du wirst jetzt einmal an Anna-Maria überreicht. Ich soll erstmal ganz, ganz herzlich grüßen. Sie ist gerade sehr eingebunden in Dreharbeiten, aber ich bin mir ganz sicher, dass sie das sehr bereuen wird, wenn ich von diesem gemütlichen Abend hier erzähle. Und ich werde ihn einfach in die Sattelkammer tun und dann guckt sie den ab, wenn sie das nächste Mal reinkommt. Ich hoffe, wir bekommen ein Glück. Ein Glück. I'm the train for the city of New York. Svenja Pages. Also ich finde das ganz schön hier. Ich freue mich sehr. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal einen Preis bekomme in meinem Leben. Also freue ich mich sehr. Danke. Und ja, es ist eine sehr schöne, intime und sehr lustige Veranstaltung. Dankeschön. Danke. Eleni Salvo González. Bitte schön. Möchtest du noch was dazu sagen? Ja, wenn du mir das Mikro hältst. Ja. Mario, ihr seid hier echt der Hammer. Ich fühle mich mega wohl und danke schön, dass ihr mir einen Preis gebt. Ich habe noch nie einen bekommen. Also in der 6. Klasse mal ist Charlie Chaplin und das war's. Und jetzt bei euch hier. Ist ja mit dem Immo-Filmpreis gar nicht zu vergleichen. Danke dir. Nein, aber ich bin ja heute hier mit meinen Eltern und mit meinen Schwiegereltern und mein Schwiegervater hat heute Geburtstag. Jana Striebeck. Liebe Jana. Vielen Dank. Vielen Dank. Und natürlich auch deine Urkunde. Schick. Also erstmal vielen Dank, es freut mich wahnsinnig. Und Uli, herzlichen Glückwunsch. Es tut mir leid, dass ich deiner Frau die Nachspeise geklaut habe. Vielen Dank. Dankeschön. Sebastian Schröbel. Möchtest du noch was sagen, bevor du morgen wieder in die Berge gehst?
Ja, also ich fühle mich sehr geehrt, ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Dieser Preis, der bedeutet nicht nur mir was, sondern auch meinen Töchtern zu Hause, weil die flippen aus, weil mit so einem verstaubten Menschen oder sonst was mit dem Pferd in der Hand, mit dem Schwert in der Hand kann keiner was anfangen, aber das zählt bei Mädchen. Für alle Mädchenpapas! Yeah! Danke dir, Sebastian! Emilia Bernsdorf. Großartig, vielen Dank. Einmal das und einmal das. Ich danke. Bitte schön. Möchtest du noch was sagen? Ich sage jetzt danke. Ich hatte jetzt vor, eigentlich, ich mache es jetzt einfach. Ich erzähle jetzt dazu noch meinen Lieblingswitz, weil ihr erzählt immer alle so toll, danke und das wird jetzt alles schon gesagt. Also sage ich jetzt einfach noch ganz paar wichtige Worte und zwar: Lädt ein Kannibale seine Frau zum Essen ein. Vielen Dank. Dankeschön. Jochen Horst. Vielen Dank. Naja, ich möchte mich kurz entschuldigen dafür, dass ich eben verschwunden war. Ich habe eure Toiletten nicht gefunden. Und ich habe auch das Schild nicht verstanden. Weitere Damentoiletten im Untergeschoss. Verstehe ich nicht, aber okay. Ich bedanke mich sehr. Ich kann nicht sagen, was nicht ohnehin schon gesagt wurde. Vielen Dank, es macht mir sehr viel Spaß bei euch. Ich fühle mich sehr wohl in Norddeutschland. Angelika Meister. Einmal bitte den Preis. Ich denke mal, dass Angelika stolz wäre, diesen Preis zu bekommen. Möchtest du noch was sagen? Danke. Bitteschön. Dieser Filmpreis ist deswegen eben auch so gerade so schön, da ich als Papa von Töchtern wahnsinnig glücklich bin, dass ich gleich ein Pferd bekommen habe, weil das natürlich sonst alles andere sieht immer langweilig aus, irgend so ein komische Vertreten-Sachen. Genau. Aber das hier ist ja wirklich das, da leuchtet jedes Mädchenauge. Hervorragend. Vielen Dank, Mario, auch, dass ich hier sein durfte und für den Preis und das war wirklich ein super witziger Abend. Vielen Dank. Und dir auch alles Gute. Ja, denke ich mir, hat sich dir auch. Was macht Markus aktuell? Also mir geht's gut, ja. Ich lebe
und es war heute Abend eine sehr schöne Party, muss ich sagen. Also hat dir gefallen? Hat mir sehr gut gefallen. Ich war irgendwie, Mario hatte mich angerufen und gesagt, ja, komm doch vorbei, das ist ein ganz tolles Fest. Und ich konnte mir das auch das nicht so vorstellen, aber das hatte sowas familiär, chaotisches bisschen und aber sehr charmant, weil es eben so, man sitzt direkt neben den anderen Stars, ja, ja, sag ich mal so, aus dem Film, den man so kennt. Und das macht, glaube ich, den Charakter aus. Ich habe einen Song gehabt, den ich vor vielen, vielen Jahren als der ersten Platte produziert habe und der ging über den Immenhof. Ja. Und ich habe Mario gesagt, also wenn ich komme, dann muss ich aber den auch singen. Und das war der Bezug jetzt dazu, das wäre meine nächste Frage gewesen. Genau. Welcher Song war das? Also der ist von der allerersten Platte, Kugel, Blitz und Raketen heißt die, und der Song heißt Prinz Eugen von der Lahn. Ja. Ja. Und das ist ein Song, also eine Hommage an den Immenhof mit einem Augenzwinkern, ja. Sehr schön. Ja. Und die Dame heute an deiner Seite, seid ihr beiden als Duo unterwegs? Also kann man das in Projekten sehen, im Fernsehen? Ja, wir sind auch als Paar unterwegs. Ah, wie schön. Ja, toll. Und wir sind, glaube ich, sogar verlobt, weil wir haben auch im Fernsehen uns verlobt. Ich weiß nur nicht, ob es wirksam war. Natürlich. Ach, das ist wir Entschuldige bitte, das wusste ich nicht. Ja, aber wir haben es in der Hühnersprache gemacht. Und ja. Das ist natürlich das Tolle ist an Yvonne, da heißt es so, ihr Künstlername ist Yvonne König und ja, sie singt auch kölsche Lieder, ja, und eigentlich mehr so, und sie hilft mir jetzt so bei den Auftritten ganz toll und ja, ich bin happy. Lieber Mario, verrate uns doch mal über die Jahre, was hat dich begleitet? Tolle Menschen, die Energie, die Liebe zum Immenhof? Ja, alles. Also Energie habe ich dadurch, dass das sehr viel Spaß macht auch, ne? Diese ganze Veranstaltung vorzubereiten. Ist natürlich sehr stressig teilweise, also die letzten Tage dann, bevor es losgeht. Aber nachdem wir letztes Jahr so viel Zuspruch erfahren haben, hat das jetzt so eine Ausmaße angenommen, dass wir das natürlich weiter verfolgen und ausbauen werden. Und wenn man mal sieht, wie viele Ehrengäste wir dieses Jahr haben, auch Prominente, doppelt so viele wie letztes Jahr, dann glaube ich, hat sich das schon gelohnt. Also ich habe selber mich mal erkundigt und auch so ein bisschen schlau gemacht, wer denn letztes Jahr auch dabei war. Und ich habe gesehen, die Josephine Preuß war dabei. Die hat ein tolles Interview und ein tolles Statement über Brisant auf YouTube auch. Und ich muss sagen, also wirklich, wirklich toll, die Referenzen und die Nachweise über diese Veranstaltung qualitativ wirklich sehr hochwertig. Wie lange benötigst du immer für die Organisation? Ja, ein Jahr. Also ich fange jetzt ja schon wieder an für nächstes Jahr. Das muss ich auch, und sonst wird die Zeit nachher zu knapp.